Hier kommt Kurt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Diesmal spielen wir auf der Map Ruinberg in einem Begegnungsgefecht und wir haben drei Artis auf jeder Seite. Und ich bin mal wieder mit der Hellcat unterwegs, dem amerikanischen Jagdpanzer Tier 6. Es ist ein sehr schöner Panzer, wie ich finde. Den kann man immer mal fahren. Der macht richtig Bock. Also das ist wirklich unabhängig der Tierstufe. Der wird immer mal wieder rausgeholt und wie gesagt, richtiger, guter oder gute Laune Panzer. Ja, ich fahr natürlich erstmal wieder in das kleine Städtchen auf der rechten Seite. Das wird manchmal sehr häufig vernachlässigt. Hier verteilt sich's aber gerade sehr gut, wie ich sehe. KV-1S kommt noch mit Komet, AT-7, Jagdpanzer 4 und Panzer 38 in A, der klärt auf, das ist gut. Oh, da hinten ist schon ein IS aufgedeckt und auch ein gegnerischer KV-1S. So, gucken und. Ne, zwei KV-1S sogar. Die sind hinterm Haus verschwunden. Ich lupe mal kurz vor. Oh, da ist noch so ein M4A, was weiß ich hier, so ein mittlerer Panzer. Vielleicht kann ich den durch diese Häuserlücke da so ein bisschen erreichen. Mal gucken. Kommt ein bisschen vor, aber ich glaube, der hat mich jetzt auch schon entdeckt. So, da ist noch ein T14. Und die IS. Oh. Jetzt erstmal das Auto weggeschossen, aber nichts getroffen. Oh, scheiße. Der hat natürlich gleich erstmal über Hälfte Leben von mir weggeballert. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. So, den KV-1S hat es zerlegt. Gucken, da ist der T14 noch und die IS. Jetzt habe ich jetzt auch ein bisschen Schaden gemacht hier. Mal nach hinten rausfahren. Kein Schaden, Gott sei Dank. Das wäre, glaube ich, das letzte jetzt gewesen. So, da ist der Jagdpanzer 4. Ein Stückchen, jawohl, der sieht mich nämlich auch. Kann ich hier durch diese Häuserlücke durchschießen. Muss aber höllisch aufpassen, hat nur noch 112 Leben. Auch nicht getroffen. Jetzt kann ich hier in Ruhe einzielen und schnell wieder verschwinden. So, der ist auch weg. 6 zu 3 steht es mittlerweile und mir fährt ein AT-7 in den Hintern. So, der T14 und die IS sind noch über. Da ist die IS und da wieder der T14. Den versuche ich mal als erstes auszuschalten. Okay, hat ein anderer gemacht. Nehme ich halt die IS, egal. Die hat jetzt auch erstmal ihren ersten Treffer verpasst bekommen. Oh, ich glaube, bisher jeder Schuss durchgegangen. Wenn ich mich recht entsinne hier. Acht zu sechs und die ist jetzt auch platt. Ja. Also das kleine Dörfchen, das ist jetzt gesäubert. Das heißt, da unten steht noch die Panzer-Selbstfahrerfette 4B. Und wenn wir die weg haben, dann können wir so von der Seite in die große Stadt rein. Ich fahre jetzt aber mal hinter der Straße lang. Da ist eine ganz kleine Senke, so ein bisschen. So, da ist die Panzer-Selbstfahrerfette. Mal gucken, ob ich da dran komme. So, das war sie. Da hinten haben wir noch zwei KV-1S Essen. Oder was weiß ich. Und die kann ich auch schön von der Seite hier erreichen. Jawohl. Und der hat auch gesessen. Die andere KV-1S ist auch. Das sind jetzt beides One-Shots, wenn ich die jetzt treffen würde als Beispiel. Ah, sehr schön. Sehr schön schnelles Spiel, wie ich finde. Also nicht schnell jetzt vom schnellen Beenden, sondern einfach so, man hängt sich hier nicht an eine Stelle fest und guckt immer nur raus und fährt zurück und vor und behakt sich da das halbe Spiel, weil das sind Spiele, die sind, finde ich, auch unattraktiv. Selber spiele ich manchmal auch so, na klar, wenn das ganze Team so spielt, bleibt einem manchmal auch nichts anderes übrig. Aber sowas wie hier, jawohl, das ist mir ehrlich gesagt sogar lieber. Ein bisschen dynamischer alles. Ja, der Gegner erobert. 1 Minute 13 haben wir noch Zeit. Zwei Panzer sind im Cap-Kreis. Und unten steht uns noch der eine KV-1S entgegen, aber der hat nur noch 15 HP.
Dürfte jetzt auch kein Problem sein. Jetzt stehen 3 im Cap-Kreis. 36 Sekunden. Scheiße. Ich werde mal in die mittlere Straße reinfahren. Dass wir von 2 Seiten kommen und nicht alle von der einen Seite. Das wird verdammt knapp. Also, ich weiß nicht, ob ich das noch rechtzeitig schaffe. 20 Sekunden noch. Als zumindest der T-150 aufgedeckt. Oh, das wird knapp, ey. Das wird doch jetzt keine Niederlage. 80. Ah, sauber. Decapped. Ast rein. Jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit verschafft. Und ich sehe hier 2 von der Seite und die haben mich noch nicht entdeckt. Sehr schön. Einmal die Ketten wieder weggeschossen. Jawohl. Und auch den erlegt. Der KV, was ist das? KV-2. Der hat noch 3 HP oder 2. Kann ich jetzt schlecht erkennen. 3 HP. Und der andere Panzer 38 NA, der ist auch schon ziemlich tot. Also, das ist doch wohl machbar. Jetzt hat der KV-2 den Kometen noch erledigt. Ich weiß gar nicht, wie lange der nachlädt. Ich pirsche da jetzt einfach mal vor. Also wir sind beide One-Shot. Also er für mich und ich für ihn. Jawohl. Ich bin der Schnellere gewesen. Ja, 15 zu 10. War eine sehr schöne, spannende Runde, wie ich fand. Er beleidigt mich gerade noch ein bisschen, ärgert sich. Das freut mich natürlich am meisten. Ja, Sieg. 34.557 Credits habe ich bekommen, 2.876 Forschungspunkte, zweifache Erfahrung ist noch dabei. Überlegenheitsabzeichen der zweiten Klasse, hier haben wir 63 Schaden durch Hilfe durch Zerstörung und 339 Schaden durch Kettenabschuss. Und fangen wir oben an, beschädigten Turm, verletzt Fahrer und Richtschütze. Bei dem T-150 haben wir die Kette und den Turm zerstört. Und bei dem Jagdpanzer 4 haben wir den Motor zerstört und den Fahrer verletzt. Gehen wir mal in die Teamauswertung. Da haben wir schadenstechnisch ganz knapp den ersten Platz erreicht. Und forschungspunktemäßig den zweiten Platz. Also ist schon sehr gut. Auch hier wieder die 35.000 extra Bonus durch den Tagesauftrag. Da lagen jetzt ein paar Spiele dazwischen wieder, bis man die bekommt. Und ja, insgesamt nach Abzug aller Kosten 62.071 Credits bekommen. Ja, es geht gleich weiter in die nächste Runde. Bis gleich. So, willkommen in der nächsten Runde. Wir spielen auf der Map Erlenberg ein Standardgefecht, haben auf unserer Seite 2 Artillerie und auf der gegnerischen Seite 1 Artillerie. Ich bin unterwegs mit dem französischen schweren Panzer ARL-44. Das ist die Panzerlinie, wo dann später mal der AMX 50-100 rauskommt, dann der 50-120 und zu guter Letzt der AMX 50B. Und ich muss sagen, der hat jetzt hier die besten Ketten, besten Motor. Den guten Turm hat er schon drauf, aber noch nicht die Top Gun. Aber ich muss sagen, der macht schon durchaus Laune. Er ist ein bisschen behäbig, der Panzer. Also jetzt ein bisschen lahmarschig beim Wenden. Aber so alles in allem macht er doch schon einen guten Eindruck. Ich habe hier eine Nachladezeit von 9,37 Sekunden. Und die Gun, muss ich sagen, die ist auch sehr genau. Also was eigentlich so Franzosen typisch ist. 820 Strukturpunkte hat der Panzer. Ja, aber die geht natürlich auch wieder jeder Treffer durch. Also ich habe hier an dem Panzer ganz selten Abpraller. Hier kommt schon ein gegnerischer Lux, der uns verdammt schnell aufgedeckt hat hier. Beziehungsweise ziemlich verdammt weit vorne in unseren Linien. Hellcat ist auch schon bei uns da am Hügel. Die waren natürlich sehr flink. Panzer-Selbstfahrer fährt 4. Ihr seht, ungefähr 240 Schaden mache ich hier pro Treffer im Schnitt. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert für Tierstufe 6. Und was mir aufgefallen ist, ich bin sehr häufig in Gefechten, wo ich dann auch Top-Tier bin. Also es ist selten mal, dass ich mal in 7er-Gefechte reinkomme. Was ihr hier jetzt seht, hier braucht man definitiv als extra einen Waffenrichtantrieb. Weil der zielt sehr, sehr, sehr lahmarschig. Und da warte ich jetzt aber noch bis zu diesem Wochenende,
wenn hier 3 Jahre World of Tanks diese Aktion sind, da kosten dann diese ganzen Zubehörteile nur die Hälfte. Und da werde ich dann mal zuschlagen. Ich habe nicht mehr allzu viel Credits auf dem Konto, aber denke mal, hier werde ich mir auf jeden Fall den Waffenrichtantrieb holen, weil den Panzer, den werde ich noch eine Weile fahren bis zum nächsten, bis zur Tierstufe 7. Und ich denke mal, Tierstufe 7 kann den genauso gut gebrauchen wie der jetzt hier. Zur Not baue ich den aus oder ich kaufe mir 2. Muss ich mal gucken, wie es bis dahin mit dem Geld reicht. Kommt ja auch immer drauf an, was für Gefechte man fährt, wie viel man letztendlich auch verdient. Und dann entscheidet sich das halt wie im richtigen Leben, was kann ich mir jetzt leisten und was wiederum nicht. Aber wie gesagt, der Waffenrichtantrieb für den Panzer, der steht hier an erster Stelle. Also ich finde, ich hatte diese Panzerreihe sowieso schon immer mal vor zu spielen. Ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt mit dem Waffenträger, das war der französische Jagdpanzer, dadurch, dass ich mit dem Waffenträger auch so ein bisschen Geschmack auf Magazinpanzer jetzt habe, denke ich mal, werde ich diese Reihe nicht so weit in den Hintergrund drängen. Die werde ich doch schon durchaus relativ häufig spielen. Und wie gesagt, gerade auch, weil dieser Panzer hier jetzt kein Panzer ist, wo man sich hier jetzt durchquälen muss. So, das Schöne ist, wir stürmen jetzt hier alle. Es kommen auch viele mit. Also die linke Seite haben wir wirklich jetzt eben schon, ja, ich sag mal, ausgemerzt. So, mal gucken, ob wir jetzt cappen oder ob wir hintenrum erstmal absichern über den Fluss. Da ist die Arti aufgedeckt worden. Ja, ich fahre mal hier zu der Richtung von der VK3601. M6 steht da auch noch. Ja, ein Panzer erobert schon mal. Das finde ich immer gut, dass wenn es zumindest einer erstmal macht, dass man immer noch mal auf der sicheren Seite ist. Gut, ich denke mal hier bei 11 zu 5, da wird nicht mehr viel passieren von der gegnerischen Seite aus gesehen. Aber man weiß ja nie. So, hier links ist der VK. Kriege ich den noch? Jawohl, nochmal schön einen in die Seite gegeben. Ob der nochmal rückwärts rausfährt. Ich glaube nicht. Oh, jetzt habe ich hier den M6 total übersehen. Der hat Gott sei Dank keinen Schaden gemacht. Schnell drehen hier. Was macht der denn jetzt? Also, ist doch völlig aus der Deckung rausgefahren und steht jetzt da. War jetzt nicht so clever. Ja, das war es auch schon. Erobert. 13 zu 6. Da haben die anderen beiden ja noch Schwein gehabt. Ich hätte sie jetzt vielleicht noch gekillt, aber egal, vielleicht braucht er ja auch noch ein paar Erhöhungspunkte. So, Überlegenheitsabzeichen der dritten Klasse haben wir geschafft. 31.800 Credits und 978 Forschungspunkte. Die doppelte Erfahrung, die ist schon weg. So, Hilfe bei Zerstörung. 342 Schaden durch Aufklärung, 91 Schaden durch Aufklärung, 34 Schaden durch Aufklärung und 163 Schaden durch meine Aufklärung. Einen kritischen Treffer haben wir gemacht und zwar haben wir die Kette beschädigt. Wir gehen mal in die Teamauswertung. Da bin ich beim Schaden auf dem ersten Platz. Und forschungspunktemäßig bin ich auch auf dem ersten Platz. Ausführlicher Bericht. Ja, ich habe jetzt den einen Auftragsabschluss erledigt. Gab nochmal 35.000 Credits extra. Und nach Abzug aller Kosten sind dann hängen geblieben dadurch 64.840. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.